Ja, ich werde einfach gleich zaubern und meine Einheiten an seinen vorbeischicken, weil im direkten Kampf haben die sowieso keine Chance. Aber dann können die nämlich direkt zu dem Anführer, zu dem Kommandanten, Oryl gehen und direkt damagen, weil Oryl wird definitiv vor Barad sterben, wenn man sich die HP-Anzahl anguckt. Ja, kommt, geht nur auf Oryl. Ha, sehr schön. Die Taktik geht auf. Barad regelt hier hinten auch. Sehr schön. Und nochmal zaubern, bevor sie überhaupt auf die Idee kommt zu flüchten. Hadouken! Ja. Sehr schön. Okay, Oryl gehört uns, gefangen genommen. Und jetzt schicken wir nochmal Randolph rein. 20 Kavallerie gegen 30 Magier, naja. Wir müssen natürlich aufpassen, er wird wahrscheinlich hier wieder Holy Shield haben. Das heißt, sobald wir da sind, macht er alle unsere Einheiten einfach mal platt. Aber wenn es zum DL kommt, ich muss nur die 30 Magier tot kriegen. Dann gewinnt Randolph sowieso, weil Randolph halt einfach der stärkere Nahkämpfer ist. Wenn ich natürlich so weit komme, ne? Oh Gott, sind ja schon fast alle tot. Sonic Boom! In der Mitte mal ein bisschen Gegner wegmachen, die dann nicht mehr schießen können. Na komm, gib ihm. Hoff! So, 10 Leute haben es dahin geschafft. Nein, er macht es jetzt schon. Oh Gott. Dieser Zauber ist so overpowered. 3 haben überlebt. Kommt. Ja, ihr macht das, ihr macht das. Ihr seid zu dritt, ihr regelt. Zu zweit, ihr regelt das. Na los, komm, gib ihm. Einer. Oh. Buh, Wendy Testerburger, buh. Naja, Randolph, du machst das schon, ne? Im Duell dann. Wahrscheinlich hat Bardel jetzt noch eine Flame Cannon, die er gleich auf mich schießt. Ich würde gerne gucken, was dieses Solar Flare ist, was der eine bei mir vorne gelernt hat. Das kann ich nämlich überhaupt nicht zuordnen gerade. Puff. Er hat nicht mehr gezaubert. Vielleicht hat er keinen passenden Zauber gehabt. Duell. Hey, hey. Ah, er rennt weg. Und nur Oryl gefangen genommen. Aber machen wir gleich. Und das Schloss ist natürlich noch ein Level gestiegen. Irgendjemanden noch hier Einheiten geben. Randolph nicht, der ist doof. Hagan kriegt. Und dann jeder, der nochmal ein paar gute Einheiten hat. Und Magie schicke ich raus. Pharellis ist auch doof. Hagan, auch wenn er noch wenig Health hat. Eigentlich reichen die zwei, ne? Aber ich schicke nochmal zur Sicherheit Piper und nicht Aaron. Riff mit. Ja, Randolph, du bist jetzt Anführer, freu dich. Gefangen der nämlich nicht mit. Und zum Kampf kommt's nochmal. So, was hat der für Zauber? Flame Cannon und Holy Shield. Die Frage, ob seine Flame Cannon ausreicht. Ich schick mal Piper in den Kampf. Piper hat das halt echt nötig. Mit ihrem Level 2. Nach 500 Stunden Spielzeit immer noch Level 2. Gott, wie er auch noch angeben muss irgendwie. Obwohl er weiß, dass es nichts mehr wird.
Es war eigentlich unklug, jetzt gerade in die Breach-Formation zu gehen, weil mit denen kann ich dann taktisch weniger anfangen. So, da er Holy Shield hat, schnell anhalten. Aber vielleicht nochmal auf Retreat gehen, weil meine zu weit vorne sind. Und jetzt Standby. Okay, von dort aus müsste es gehen. Dann nochmal Wind Dancer. Während ich zauber, machen die Magier auch nochmal weiter, geben ihm Schaden. Falls sie auch mal treffen würden, das wäre dann natürlich auch nochmal schön. Ja. Aber näher gehe ich nicht ran. Nicht, wenn er Holy Shield hat. So. Für Bardel schicke ich Piper leider nicht nochmal los. Das ist mir zu doof. Was hat er jetzt für Zauber? Jetzt gucke ich nach. Flame Cannon und hier Holy Shield. Ja, genau das gleiche. Dann schicke ich Barad. Das ist am besten, ja. Ja, nochmal 12 Mönche. Die geben nochmal ordentlich Kante. I'm trembling with excitement. Excitamento. So, Special, gib ihm. Ja, mal schauen, was er so zaubertechnisch noch machen wird. Ich gebe ihm nochmal einen Crossflash rein. Auch wenn er länger braucht, sich zu erholen. Ah, er wird wahrscheinlich sein Holy Shield machen, es sind instant alle Mönche tot. Ja, ich denke, das wird passieren. Es passiert. Es passiert wirklich. Oh, es sind wirklich alle tot. Da mir Barad aber ziemlich am Arsch vorbeigeht, schicke ich den trotzdem ins Duell. Ist mir egal. Ah, oh, er rennt weg. Feigling, ey. Oh, ich kämpfe nicht gegen jemanden, der mich nicht respektiert. Was soll das denn? Auch eine gute Ausrede abzuhauen, ne? So, Piper's Level gestiegen. Oh Gott, und schon wieder ein Kampf. Weil er direkt jetzt reingelaufen ist. In das Schloss, nicht gegen die Armee. Aber da habe ich auch noch genügend Leute rumhängen. Ja, wen schicke ich dann rein? Myria. Dum 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 dum. Special Advance. Und natürlich auf sein Holy Shield achten, ey. So eine Kackfähigkeit. So kurz davor am besten hinstellen, dass er noch ein paar erwischt, damit er denkt, das wäre eine coole Idee. Damit er seinen Zauber wenigstens verballert. Flame Cannon! Hauptsache kostet Thunderfall bei ihr 4 Magiepunkte und bei Varshal nur 3. Vielleicht ist dafür ihr Zauber stärker, das weiß man ja nicht. Das ist schon ein bisschen fies irgendwie. Na komm, einmal noch. Oh, der mache ich es halt eben selbst. Puff! Yeah! Echt, die hatte immer noch nicht einmal getroffen, auch in der Zwischenzeit. Schlecht. Aber dann haben wir das hier auch geklärt. Sehr schön. Bardel wurde gefangen genommen. Bardel. Klingt wie irgendwas Bayerisches. Bardel. So, Myria ist Level 9. Bardel ist ein Hauptkommandeur, den kriegen wir also noch nicht.
unsere Armee gut geschrieben. So. Den Kampf, den beobachten wir jetzt erstmal, was dabei rumkommt. Aber ich kann jetzt schon mal in die andere Richtung wieder gehen, um Zeit zu sparen. Und dann greifen wir den Rest ab. Ah, es war schon. Es ist vorbei. Majestät, komm schnell her! Lord Wayne ist hier! Wayne? Das ist ja aber ganz schön plötzlich. Man muss nicht so überrascht sein. Das versteht ihr nicht. Er ist total verwundet, ey. Seine Wächter sind ebenso verletzt. Sogar manche sehr, sehr schwer. Aber sie müssen schnell behandelt werden. Bringt sie zur Chapelle-Kirche? Not hier. Oder zur... Ach, ihr wisst schon. Jeden Priester sammeln. Im Schloss. Wir sind dann auch bald. Punkt, Punkt, Punkt. Lord Wayne schläft jetzt. Er wird sich natürlich über die Zeit erholen. Wir haben keine Wahl, außer uns um ihn zu kümmern. Rutger, Gallum, was ist passiert? Lasst es mich hören. Ah, Guldak kam, um ihn anzugreifen. Das ist der Kommandeur von oben links. Der hat ihn direkt an Highland Castle zum Duell herausgefordert. Glaubt es oder nicht, er war ganz alleine. Ja, wenn man Dwaynes Kampagne spielt, dann wird man auch selber direkt von Guldak überrascht. Er hat angekündigt, dass er sein Imperium uns überlassen wird, wenn wir ihn in einem einzigen Kampf besiegen könnten. 1 gegen 1. Was? Das ist ja verrückt. Er hat natürlich gelogen. Also natürlich gibt es keinen Kampf gegen Wayne und Guldak. Wenn es zu Schwertechnik kommt, richtig? Ja, also Guldaks Fähigkeit ist es, talentierte Generäle zu sammeln. Er selber kann natürlich nicht kämpfen, davon geht Junon zumindest aus. Aber er kann wohl anscheinend auch kämpfen. Aber was? Einzelkampf? Nun wirklich, das kann er doch nicht selber können, oder weiß er doch nicht. Ja, wir haben versucht, ihn zu stoppen, aber Waynes älterer Bruder sagte, wer ist denn Waynes älterer Bruder? Keine Ahnung. Ach, ist Guldak Waynes älterer Bruder? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt gewinne, dann ist es ein frühes Ende des Krieges. Selbst wenn ich verliere. Highland hat nicht... Es lost nothing. Hat nichts verloren. Bla. Also das Risiko ist mehr als akzeptabel. Und das Duell wurde halt sehr fair getragen. Leider haben wir verloren. Ohne eine Warnung kamen Gaul und Skyve. Ah, die beiden Pissnaken, die wir schon gesehen haben. Und haben dann jemanden gefangen gehalten. Die haben die überrascht. Und die konnten sich kaum sehr beschützen. Das war der Albtraum der Albträume. Wer ist denn Nolun? Also aufgrund von Nolun konnten die einen Zauber machen, einen Effekt, um King Wayne da rauszuretten. Und wo ist Nolun jetzt? Wer ist Nolun, ist viel wichtiger. Okay, wie tief ist Guldak gesunken, um sowas zu tun? Nein, es war nicht Guldaks Plan. Das waren Gaul und Skyve, ganz alleine, ohne Anweisung. Lord Wayne ist wach. Hey! Ah, wie kacke, Wayne. Das ist wahrscheinlich nicht die legitimierte Übersetzung. Oh, Pat, schau zu. Hallo. Ja, die Menschen um dich herum, die leiden, weil du Kacke bist. Junon, du bist jetzt wirklich aber echt gemein. Nein, ist schon in Ordnung, Moriko. Es ist recht. Es stimmt, es ist wahr, ich bin Kacke. Junon, ich möchte dich mal was fragen. Ich hab da was. Was denn los? Ich werde mein Bestes tun, dich zu unterstützen, wenn das, wenn du möchtest, nimm deine Rache an Guldak. Ich dachte, du könntest dir vielleicht ein paar meiner Männer leihen. Ich werde dir erlauben, Rutger und die anderen in deine Armee aufzunehmen. Was? Was tut ihr, Wayne? Ist das irgendeine Strategie? Ich denke, ich habe meine Fähigkeit verloren, zu führen. Wenn ich doch nur auf die anderen gehört hätte. Ich habe sie alle im Stich gelassen. Ah! Hält sich die Hand. Ich bin nicht die Art von Person, die die Leute anführen sollte oder kann. Benehmt euch nicht wie ein Kind, Wayne. Ich bin nicht eure Mutter. Ich bin nicht eure Mutter.
Was, wenn ihr einmal verliert?